Hallo meine lieben Freunde, ich hoffe ihr hattet einen schönen Mittwoch. Jetzt wird es Zeit für unser alltägliches Feierabendbier hier am 9. Dezember. Das 9. Bierchen wartet auf uns und ich glaube, wir werden heute tatsächlich schon wieder in die östliche Richtung gehen. Schauen wir doch mal, was wir hier heute haben, meine lieben Freunde. Bier Nummer 9 hat den Titel Breschniak. Ist das richtig? Breschniak, Breschnack, Breschniak. Ein original böhmisches Pilz. Pivo war Pipapo. Ich glaube, da steht Pipapo noch drauf. Echt böhmisches Bier, gebraut in den Hügeln Nordböhmens unter Verwendung von Naturprodukten, herkömmlichen Methoden und frischem Quellwasser. Also direkt das Richtige für dich. Freust du dich auf Quellwasser? Ich glaube schon. Helles Vollbier mit einem Alkoholgehalt von 5,1%. Die Zutaten: Wasser, Gerstenmalz, aufbereiteter Hopfen, Hopfenprodukte. In Schutzatmosphäre verpackt. Also, das ist Schutzatmosphäre hier, ja? Vor direkter Sonneneinwirkung und vor Frost schützen. Ja, wer hätte das gedacht? Gekühlt servieren, das haben wir auf jeden Fall. Sieht man leider. Doch, das sieht man bestimmt, dass es leicht. Oh, das sieht man schon, dass es im Kühlschrank war. Importeur, Drinks, Union, Deutschland, pipapo. Aus Tschechien, also ein tschechisches Bier heute. Ja, wir sind nicht in Polen, aber in der Nähe. Tschechien, Breschniak, ja. Das ist jetzt kein. Ich will kein Vorurteil raushauen, aber die polnischen Biere haben mich nicht überzeugt. Jetzt ist die Frage, wie ist das Tschechische? Jetzt haben wir heute wieder ein ganz blödes Problem. Magst du so lieb sein, mir mein Glas bringen? Es tut mir wahnsinnig leid. Ich bin heute leider wieder sehr unvorbereitet an diesem Mittwoch. Dafür aber habe ich es heute pünktlich geschafft. Wenn das nichts ist, dann weiß ich auch nicht. Also, gucken wir mal. Okay, lässt sich seltsam öffnen. Hier ist im Übrigen der Kronkorken. Ist derselbe Herr drauf wie auf der Flasche. Vielen lieben Dank. Ich weiß es sehr zu schätzen. So, dann schau mal. Geruch. Aha. Ja, du merkst es sofort. Oh nee, das ist nichts für mich. Ich befürchte, das ist nichts für mich. Okay, ich sau erstmal rum. Das wollte ich gar nicht. Wie kann man hier rumsauen? Das verstehe ich nicht. So. So, bitteschön, einmal Breschniak für dich. So, vom Aussehen her. Ja, ist wieder fein. Ist okay. Ihr seht hier leicht kommt der Greenscreen durch. Also es ist natürlich nicht so voll wie das gestrige zum Beispiel. Die Schaumkrone ist schön. Das Bier sieht, ist schon dunkler. Man sieht, dass man daran, dass eben tatsächlich nicht ganz so durchsichtig ist, dass man mein Gesicht dahinter tatsächlich sogar noch sieht. So. Vom Geruch gefällt es mir halt schon wieder gar nicht, aber das habe ich auch bei der Union gesagt. Na dann, Prost. Ah, immer dieser unglaubliche Blick. Schauen wir mal, ob die Tschechen einen draufsetzen können. Das schmeckt ja seltsam. Hat Kohlensäure, schaut euch das mal an, ey. Seht ihr das? Alter, da ist ja ein gefühlter Sturm da drin. Oh. Ups. Boah, das schmeckt richtig seltsam, oder? Wie soll ich. Da fehlt mir schon wieder die Beschreibung. Das ist gar nichts für dich. Ist okay. Boah, ja, die Kohlensäure spürt man richtig heftig. Boah, da kommen wir gleich Tränen, ey. Das ist sehr bitter. Ich weiß nicht, ob das.
Habt ihr keine Selbstbeschreibung, wie ihr euer... Schmeckt so das Quellwasser raus? Nein, ne? Ich auch nicht. Gut. Sonst beschreiben sie doch immer, wie ihr Bier schmeckt. Steht doch sonst immer drauf. Mild, würzig, pipapo. Hier steht einfach gar nichts. Ja, vielleicht steht es auf Tschechisch drauf und ich habe keine Ahnung. Aber ich weiß nicht, es kommt mir sehr bitter vor. Nee, das ist gar nicht meine Welt. Weiß nicht. Ich weiß nicht, was mit diesen östlichen Bieren los ist, aber ich kann sie nicht beschreiben. Zum Beispiel gestern habe ich eine wunderschöne, perfekte Beschreibung geben können, wie mir das Bier im Mund mundet, weißt du? Wie es mir mundet. Hier, wenn ich das probiere, ist der kratzig. Schon direkt, wenn es meine Lippen berührt. Sehr kratzig, sehr bitter. Also ich glaube, das ist das Bitterste, was wir bisher hatten. Sehr bitter. Auch der Nachgeschmack ist nicht so geil. Nee. Tut mir leid, liebe Tschechen, dass ich euch auch enttäuschen muss, aber das ist nix. Vielleicht ist das für euch da drüben alles ziemlich geil, aber wenn man aus Bayern kommt... Nee. Nee. Ist nicht meine Welt. Kratzig. Das ist wirklich, das ist das Einzige, was ich sagen kann. Das ist kratzig. So, boah, wie kommen die Tränen von so viel Kohlensäure? Was ist denn hier los? Ich weiß, es ist super seltsam, aber anders kann ich es nicht beschreiben. Es ist kratzig und bitter. Im Hals. Und schmeckt nicht. Nein. Tut mir leid. Da enttäusche ich heute wohl schon. Und du sagst einfach nur, es ist okay. Ein Schulterzucken sagt mehr als 1000 Worte, meine lieben Freunde. Breschnack, wenn ihr das irgendwo mal seht, lauft dran vorbei. Ich sag vielen Dank fürs Zugucken für heute. Heute habe ich mich endlich mal kurz halten können. Das könnte auch daran liegen, dass es einfach scheiße ist. So, in dem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Mittwoch und wir sehen uns morgen zum 10. Dezember wieder.